Mitten in Action. Mitten in Action. Mit den super genialen reifen Tomaten. Und zwar mache ich für euch einen marinierten Tomatensalat mit Limette und Avocado. So, das ist die Grundübung. So, schöne reife Avocado. Ja, die sind halbiert. Und wenn die schön reif sind, schauen wir her, dann kann man die Schale wirklich so gut abziehen. Und dann werden die in Würfel geschnitten. Ungefähr so groß wie die Tomaten. Und dann kommt noch schön Burrata dazu. Und Bernd, Herr Produzent, wirst du dich freuen, Croutons, Brot-Croutons, ja, wie der Franzose zu sagen pflegt. Schön mit Kräuterbutter. Schau mal, ich habe hier so ein Brötchen. Ja. Semmel, wie man in Bayern sagt. Ja, das kann ich so. Könnte auch Toast sein oder so ein Vollkorn-Ding. Das eigentlich, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und das Brot kommt hier in reichlich Kräuterbutter. Ach, geil, Kräuterbutter. Cashews dazu. Nochmal eine Prise Salz. Und das Ganze jetzt schön anrösten lassen. Jetzt kommen wir zur Marinade. Und die Marinade ist für den Tomatensalat, was es ja schlussendlich ist, elementar, entscheidend. Und zwar mache ich so eine Kombination aus weißem Balsamico-Essig und Limette. Und die Limette wird erstmal gequetscht. Dann brauchen wir ein bisschen Limettenschale. Ja, unser Atomreibe. Ja. Herr Henze geht nirgends hin ohne seine unfassbar geile Reibe. Rösle-Reibe. So. Okay. Condimento Bianco, also weißer Balsamico-Essig, Limettenschale und, klar, der Limettensaft, der kommt auch dazu. Dann ein bisschen Meersalzflocken, ein bisschen Zucker. Und jetzt das Ganze so lange aufrühren, bis sich Salz und Zucker gelöst haben. Ja, das dauert so einen Moment und dann kommt ungefähr die gleiche Menge Olivenöl dazu wie Säure, also wie Essig und Limette. So, und dann gibt es, wenn man alles richtig macht, eine schöne Emulsion. Seht ihr das? Schön dickflüssig. So muss es sein. Dann hier Chili. Ist ja so ein Modegewürz. Zu Recht. Wenn es nicht ganz so scharf ist, Kerne, Samenwände, da versteckt sich das meiste Capsaicin, also der Schärfestoff. So viel Schärfe braucht man nicht. Und die Chili schön in Würfel schneiden. So, seid ihr bereit? Jo. Und jetzt? Oh, da brauchen wir ein bisschen Power. So. Jetzt kommt alles hier rein. Also die reifen Avocado, schaut mal her, wie schön. Die Tomaten. Und natürlich auch die Chilis. Und dann einmal schön vorsichtig vermengen. Am Ende des Tages haben wir einen schönen Tomatensalat mit Avocado. Ja? Aber so funktioniert Kochen. Also es muss nachvollziehbar sein, es muss einfach sein. Es darf nicht so aufwendig sein. Mit diesen Knoblauch-Croutons ist das eine super Sache. Ich habe im Übrigen als Kind schon Kräuterbutter geliebt. Geil, Kräuterbutter. So, und jetzt anrichten. Also, machen wir eine richtig große Portion. So, einmal hier drauf. Und dann, komm mal her, Bernd, das ist was? Geht mit B an, hört mit Ata auf. Ja, Burrata halt. Ja. Schau mal, diese schöne Kugel und vorsichtig aufschneiden. Und dann kommt was Schönes, Cremiges zum Vorschein. Einmal in die Mitte. Dann ein paar Croutons dazu. Mit den Nüssen. Feine Sache. Und oben drauf, ja, auf dem Burrata, noch ein bisschen Olivenöl. So. Jetzt kann der Abend kommen, mein Lieben. Für die Party, oder? Ja, aber das ist geil. Es ist einfach so ein Gemüsegericht. Saumäßig gesund. Lecker vor allen Dingen. Guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen.